Transport über Land, Luft oder über die Meere. Das ist das Geschäft des Logistikdienstleisters DB Schenker. Und das erfolgreich. Zuletzt machte das Unternehmen der Deutschen Bahn einen Jahresumsatz von rund 20 Milliarden Euro. Nun soll es verkauft werden. Es wäre eine Rekordübernahme im Logistiksektor. Für voraussichtlich insgesamt 14,8 Milliarden Euro will das dänische Transportunternehmen DSV übernehmen. Darauf haben sich beide Unternehmen bereits geeinigt, wie sie heute mitteilten. Im Einklang mit unserer starken Schienenstrategie konzentrieren wir uns geschäftlich auf die gemeinwohlorientierte Schieneninfrastruktur in Deutschland sowie klimafreundlichen Personen- und Güterverkehr in Deutschland und Europa. Die Bahn will sich damit auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Dazu braucht das Unternehmen Geld und will Schulden abbauen. Mit dem Verkauf der Logistiktochter DB Schenker verliert die Bahn allerdings auch die zuletzt einzig profitable Sparte des gesamten Unternehmens. Ich glaube, es ist richtig. Ich glaube, es ist nicht richtig, dass der Staat sozusagen solche Logistikfirmen tatsächlich im Eigentum hat. Und von daher finde ich es richtig. Die DB ist mit dem Management der Eisenbahn in Deutschland also schon massiv gefordert und hat eigentlich keine Zeit, sich um sowas zu kümmern. Und auch die erhofften Synergien zwischen Schenker und DB Cargo seien kaum eingetreten. Der Verkauf soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Vorher müssen noch die Aufsichtsräte und der Bund als Eigentümer zustimmen.